Ja, mein Name ist Markus Scharschmidt, ich bin Gründer des Zentralen Fundbüros. Das Ganze ist aus einer persönlichen Leidensgeschichte entstanden hier in Frankfurt. Ich hatte meinen Rucksack verloren. Ups, jetzt bin ich viel zu weit gehüpft. Ich bin kein Apple-Nutzer, aber genau. Es ging darum, dass ich meinen Rucksack verloren hatte und mich dann an die Behörden hier gewandt hatte. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten vielleicht. Eine wäre die gewesen, ganz klassisch die Sachen auszuhängen. Ich hatte angerufen, hatte nachgefragt. Es war nicht da. Ich sollte morgen nochmal anrufen. Dort war die Warteschleife, das Fundbüro war geschlossen. Dann bin ich ein bisschen kreativer geworden, hatte alle möglichen Stellen angefragt, von Hotels angefangen, also alle die, bei denen ich nie Kunde war, denen ich aber dann die Zeit regelmäßig geklaut hatte. So ist die Idee entstanden. Eine Plattform zu schaffen, wo alle Fundsachen drauf sind, mittlerweile 5 Millionen weltweit, aber auch Verlust, gestohlen, alles. Das war das Ziel. Wir können sogar mal nach Hausen reinzoomen. Dort habe ich sogar einen kroatischen Pass, der gefunden wurde drin. Ziel war es, wie gesagt, ein holistisches Netzwerk zu schaffen, wo alle möglichen Leute angebunden sind, sei es private Unternehmen, sei es behördliche. Das war so das Ziel. Da ist auch relativ schnell eine Software draus entstanden. Ja, die wollten wir dann auch mal der Stadt nahe bringen. Aber vielleicht vorher noch die Frage, womit wir eigentlich Geld verdienen. Das wäre mit Sicherheit eine, die auch gleich kommt. Wie verdient man mit so einem Thema Geld? Ganz klassisch über eine Lizenz für die Software. Wir übernehmen den kompletten Rücktransport der Fundsache, wenn es irgendwo außerhalb ist, inklusive Bezahlabwicklung von Gebühren etc. Das Ganze machen wir auch schon erfolgreich für Hotels, für einen Flughafen hier in der Nähe, den wir nicht genauer nennen dürfen vor Projektabschluss. Und das ist nicht Egelsbach. und wir haben einen Suchauftrag auf der Plattform selber. Das heißt, jemand, der was verloren hat in Frankfurt, kann dort eingeben im Radius von 10 Kilometer, gebt mir doch bitte alle Mobiltelefone, die gefunden wurden. Und das wird dann automatisch geschickt. Nochmal ganz wichtig, es ist hier nicht irgendwo ein Identifikationsmerkmal, was mitverschickt wird, dass sich jetzt hier Betrüger melden können. Das ist immer so die Frage, die wir als erstes kriegen. Ja, im Rahmen der Web Week bin ich ganz froh, dass ich hier ein bisschen was erzählen kann, weil in Frankfurt gibt es ganz spannende Unternehmen, die sich so ein bisschen mit Nachbarschaft und auch mit Frankfurt beschäftigen. Zum einen Tasso, da geht es ganz klassisch um verlorene Tiere, die speisen ihre Daten bei uns ein, und Nachbarschaft.net ist nur eine Art Facebook in einem 2,5 Kilometer Radius. Dort sind dann auch unsere Fundsachen, Verlustsachen und gestohlen Meldungen drin. Aber kommen wir mal zurück. Mehr Mut wäre gut. Das war vom E-Government Summit. Dort mal ein Zitat. Also haben wir uns gedacht, na, dann wenden wir uns mal an die Stadt. Weil wir haben eine Fundbüro-Software, die spart denen viel Zeit, die spart denen viel Arbeit, weil die ganzen Anfragen automatisiert werden. Das war so der Weg, aber ich habe jetzt dem Vorredner entnommen, ich hätte mal lieber hartnäckig auf Facebook und Twitter meine Anfragen gestellt. wir haben es mal ganz klassisch erst mit dem Fundbüroleiter probiert, mit dem Bürgermeister, dann sind wir nach Wiesbaden zum Wirtschaftsministerium, um zu gucken, ob da irgendwo was ein bisschen höher aufgehängt ist. Dann wieder zum Bürgermeister und dann sind wir an den Stadtrat gekommen. Und die nächste Folie ist jetzt gerade in Bezug auf den Vorredner vielleicht etwas hart. ist der Fundbüroleiter einer Stadt. ja. Also ich hatte dort angerufen und hatte ihn gefragt, warum ich halt jeden Tag jetzt anrufen muss, warum er sich das nicht aufschreibt, dass ich was verloren habe und sich bei mir meldet. Und dann hat er gemeint, sind Sie verrückt, dann müsste ich ja jeden Morgen hunderte von Sachen mit meiner Excel-Liste abgleichen. Okay, ist ja nicht schlimm. Schlimmer war dann, glaube ich, die Aussage, als ich gefragt hatte, warum stellen Sie es denn nicht online? Das machen ja immerhin 1000 Städte in Deutschland schon und es steht ja nur Rucksack dann da in dem Fall. Und da war seine Antwort, wer sucht denn heutzutage online? Und das... Das zitiere ich immer gerne. gut, also das war nicht die richtige Stelle, um daran zu gehen. Dann sind wir halt ganz hoch gegangen. Und da haben wir auch im Rahmen der Web Week, und ich glaube, ich werde hier nie wieder eingeladen, die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran. Wir müssen uns dieser unaufhaltsamen Entwicklung annehmen, sie meiner Meinung nach als Chance verstehen. Also ich verstehe unter dem Satz eher, andere müssen sich dieser unaufhaltsamen Entwicklung annehmen. Weil wir haben es nicht geschafft. Zumindest in so einer Nische, ich muss es ja immer dazu sagen, Fundbüro, das hat uns dann auch der Herr Stadtrat Schneider erklärt. Also langfristig geplante Themen genießen bei der Umsetzung eine höhere Priorität, auch wenn dabei die Umsetzung guter neuer Ideen warten muss. Gut, okay. Wir hatten dann mal nachgefragt, wie wir dann so ein langfristiges Projekt werden.
Und da war dann ja die Antwort, da müsst ihr auf die digitale Agenda. Und wir stehen da nicht drauf und wir kommen da vermutlich auch nicht hin, weil wir relativ schnell eingeführt werden könnten vermutlich. Ja. Ist gut, dass es funktioniert, ich war nicht sicher. Genau, also haben wir mal die Mittel probiert, die es hier so gibt. Kennt das noch jemand? Ich habe es am Wochenende mir mal angeguckt, also 600 Ideen sind drin, da ist auch unsere dabei und 10.000 Unterstützer haben diese Ideen gekriegt. Das ist mal nachgerechnet, im Durchschnitt sind das 17 ja, Ideenunterstützer pro Idee und man braucht ungefähr 200, um überhaupt Beachtung zu kriegen. Also hier leider die falsche Adresse gewesen für unsere Idee, wenig Unterstützer mobilisiert. Aber wie kommen wir denn nun auf die digitale Agenda? Keine Ahnung. Also der Kollege aus der Social Media Abteilung hat hier gute Hinweise gegeben, also wir probieren es da mal. Und es hat wahrscheinlich seinen Grund, dass ich persönlich kein einziges B2G, Business to Government Startup kenne, keinen Accelerator und keinen Hackathon in der Richtung, wie es zum Beispiel andere Unternehmen machen. Auch über die Verbände, wo wir drin sind, kamen wir leider nicht weiter, dass wir dort irgendwie unsere Idee platzieren können, um einfach zu sagen, ich meine, man muss nochmal dazu erwähnen, das ist eine kostenlose Lösung, was wir haben, bis 1500 Pfund Sachen. Darüber hinaus kostet es dann schon ein bisschen Geld, aber gut. Bei uns ist es mehr Business to Gemeinde, weil wir hatten im kommunalen Beschaffungsdienst einen Artikel über uns und dann hatten wir auf einmal 50 Gemeinden, die sich registriert haben und die unsere Software benutzen und 10 davon immerhin auch in Hessen. Also Think Global, Act Local, das ist glaube ich auch das Slogan der Webweek, jetzt habe ich sie bald alle, ist bei uns wohl eher Act Global, Think Local, weil, weil wir hier so wenig Erfolg hatten in der Hinsicht. Aber egal. Wir sind mit dem German Accelerator im Silicon Valley und vielleicht zum Ausgang noch ein bisschen, was wir dort gelernt haben, weil es doch ganz interessant ist, wie die Unterschiede hier sind, gerade in Bezug auf behördliche Strukturen. Also wir haben es relativ einfach, dort an C-Level ranzukommen. Wir haben auch relativ schnell unsere Verticals bestimmt, sprich unsere Zielgruppen. Das sind Airports, Airlines, MTAs, also Transportunternehmen und Hotels. Ja, Gemeinden und Städte nicht mehr, aber an wen sollte man sich bei diesen Verticals wenden? Und dort haben wir ganz klar herausgefunden, es ist der Innovationsbeauftragte oder die Innovationsbeauftragte. Da haben wir bei den Unternehmen, die drunter stehen, echt gute Erfahrungen gemacht, weil wir dort einfach reinkommen. Gut, manche haben auch hier in der Region geantwortet, kein Bedarf an einem zentralen Fundbüro. Unser Fundbüro ist nämlich zentral gelegen. Also da kam irgendwie das Angebot nicht richtig durch, muss ich gestehen. Frankfurt schicken wir immer noch Mails mit Disketten und einem Update ihrer Software. Also vielleicht dort auf den Mastercard-Slogan zurückzukommen, also 6 Euro für 100 Disketten, 4 Euro für 250 Labels, 30 Euro für 1000 Flyer. Und es hat wirklich jemand den Link darauf geöffnet. Aber nicht aus Hessen, sondern aus Rheinland-Pfalz, so viel kann ich sagen. Also es ist ein trackbarer Link gewesen und das war schon amüsant. Wie gesagt, auf der Software ist nur der Link. Und wir hatten dadurch, glaube ich, auch ein paar ganz gute Kontakte gekriegt. Das ist in Erinnerung geblieben mit der Diskette. Denken wir noch ein bisschen größer. Ich möchte ja nicht nur davon reden, wie schwer es ist, in eine Behörde seine Software reinzukriegen. Die Überlegung, die ich immer hatte, war so eine Art E-Government-Sandbox, Informatiker-Background. Das heißt, meine Überlegung war immer, eine Testumgebung zu haben, dort seine Produkte anzubieten, zu entwickeln, ob es in Form von einem Hackathon ist oder irgendwie anders. Das wäre was wirklich schön wäre. Plus natürlich ein Ansprechpartner für Startups im B2G-Umfeld. Das ist auch was ich mir ganz, ganz herzlich wünschen würde. Und ich bin jetzt voll durchgerannt durch meine Präsi. Aber das war's schon. Jetzt.